Apple bietet bisher leider noch keine Funktion an, mit der man einzelne Apps mit einem Passwort oder der Face ID sperren kann. Hierfür gibt es aber einen kleinen Trick. Öffne die Kurzbefehle-App und richte eine neue Automation ein. Wähle dann App aus und behalte die Einstellung, wenn geöffnet wird, bei. Danach kannst du auswählen, welche Apps geschützt werden sollen. Auch eine Mehrfachauswahl ist hier möglich. Klicke dann auf Weiter und füge eine Aktion hinzu. Suche nach Timer starten. Stelle die Zeit vom Timer anschließend auf eine Sekunde ein. Klicke auf Weiter und deaktiviere den Punkt vor Ausführen bestätigen und dann auf Fertig. Wechsle danach in die Uhren-App und auf den Reiter Timer. Wähle Timer Ende und scrolle bis zum Punkt Wiedergabe stoppen. Öffnest du jetzt eine der gewählten Apps, sperrt sich das iPhone automatisch. Erst durch das Entsperren mit der Face ID oder dem Passwort kann nun auf die App zugegriffen werden. Deine Fotomediathek kannst du beim iPhone leider bisher immer noch nicht mit einem Passwort schützen. Wenn du jedoch Bilder hast, die keiner sehen soll, klicke in den Optionen auf Ausblenden. Die Bilder werden dann in einen separaten Ordner ganz unten in deine Fotomediathek verschoben. Jedoch kannst du in den Einstellungen unter Fotos den Punkt Face ID oder Touch ID verwenden aktivieren. So kann der Ordner nur mit deinem Gesicht oder Fingerabdruck geöffnet werden und ist vor anderen geschützt.